Warum mache ich eigentlich Kunst? Das ist eine Frage, die man sich als Künstler eigentlich jeden Tag stellen kann. Kunst zu machen bedeutet nichts anderes als einer inneren Stimme gehorchend, eine Art innere, treibende, schöpferische Kraft, die einem jeden Tag ein Stück voranbringt. Und wichtig ist nicht das tägliche Hinterfragen, es ist vor allem das Tun. Im Zentrum meines künstlerischen Schaffens steht die Darstellung des Menschen in seinem Wesen und in seinem Sein. Seit ein paar Jahren interessiert mich vor allem ein ganz kleines Feld, ein schmales Terrain, und zwar da, wo die Assoziation endet und die Abstraktion beginnt. Dieser schmale Grat, das ist das, was mich künstlerisch gesehen am meisten interessiert.